Sami Hyypiä ist zurück. Der einstige Musterprofi und Abwehrchef von Bayer Leverkusen hatte am Dienstag seinen ersten Auftritt als Teamchef der Werkself. Zusammen mit dem ehemaligen U19-Trainer Sascha Lewandowski soll er den Bundesliga-Siebten zurück in die Erfolgsspur führen. Eine Entscheidung, die durchaus nachvollziehbar erscheint. Kaum einer kennt die Mannschaft besser als der Finne. Mit Sammy jetzt, ein altbekannter quasi von uns, altbekannter Kollege, hatte schon damals in der Mannschaft quasi eine unglaubliche Ausnahmeposition, riesen Respekt in der Truppe und hat damals schon gezeigt, dass er einfach mehr ist als ein normaler Spieler, sondern sich auch viele, viele Gedanken wie ein Trainer macht. Und das merkt man natürlich direkt in der ersten Einheit. Und seine Persönlichkeit ist natürlich auch unglaublich. Der frühere Abräumer also jetzt als Aufräumer. Und aufzuräumen gab es offenbar einiges. Das erste Training unter der Leitung Hyypiä startete mit 40-minütiger Verspätung. Mit dabei auch wieder ein alter Bekannter. Pünktlich nach der Entlassung von Robin Dutt meldet sich auch Michael Ballack wieder fit. Ein Routinier, der sich mit Krisen auskennt. Ja, wir müssen natürlich jetzt eine Reaktion zeigen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. So ein Trainerwechsel ist immer unschön für alle Beteiligten. Und wir sind jetzt in der Pflicht als Mannschaft. Und das müssen wir verinnerlichen. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Und wenn es geht, schon am Sonntag. Auf eine Reaktion hoffen auch die Fans. Denn das Verpassen des internationalen Geschäfts wäre der Super-GAU für die Millionentruppe. Sympathieträger Hyypiä hat im Vergleich zu seinem Vorgänger zumindest die Anhänger hinter sich. Hyypiä ist ein Sympathieträger und der Sascha ist ein Trainer hier aus dem Verein. Gut, kann man ausprobieren. Ich hätte auch keinen besseren jetzt gehabt im Prinzip. Und ich denke mal, dadurch, dass er die Mannschaft kennt und die Mannschaft schaut auch zu ihm auf, das war ja damals auch, wo er gespielt hat, denke ich, ist das schon die richtige Entscheidung. Ich halte ihn für einen guten Trainer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur eine Interimslösung. Vielleicht wird Leverkusen ihn auch verpflichten als Trainer, wie zum Beispiel Freiburg hat das ja auch gemacht. Ob Hyypiä eine Interimslösung bleibt oder auch in der nächsten Saison auf der Bank der Leverkusener sitzt, wird wohl auch vom Erfolg abhängig sein.